Frei sein. Eins sein mit uns und der Natur. Durchatmen. Da sein. Einfach so. Mit Leichtigkeit im Kopf und Freude im Herzen. Die Welt erobern. Das Leben genießen. Und mit Mut einfach das tun, was man sich erträumt hat. Wie geht das? Ich bin Christina und treffe Menschen, die mir vielleicht diese Frage beantworten können. Einer von diesen Mutmachern ist André Schumacher. Vor 20 Jahren hing er einfach seinen Job an den Nagel, um zu reisen. Wenn er also nicht unterwegs ist, lebt er seit ein paar Jahren in dem kleinen Dorf Bebelin nahe Wismar an der Ostsee in Mecklenburg. Er hat mich eingeladen, ihn mit der Kamera auf seinem Kunterbundhof zu besuchen. Hallo! Hey, ich bin Tina. Hi. Grüß dich, ich bin der André. Toll, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen auf dem Kunterbundhof. Ja, ich bin super gespannt. Komm rein. Ja, der Wein steht auf dem Tisch. Okay. Spanischer wahrscheinlich. Oh, na klar, guck. Wow, mein Gott. Wunderbar. Das ist unser kleines Patagonien hier. Klein, das ist ja wohl nicht. Haben wir ist ja wohl riesig. Lange nachgesucht und lange uns das erträumt. Und jetzt haben wir hier ein kleines Fleckchen Erde und bauen gerade den Kunterbundhof auf. Ein Ort, wie wir uns ihn erträumen, für liebe Menschen aus aller Welt. Wahnsinn. Toll. Komm, ich führe dich ein bisschen rum. Danke. Das ist die Scheune. Das wird unser zukünftiges Jazz-Café. Wow. Da wird gerade gebaut. Wow. Da basteln wir schon seit ein paar Jahren dran. Und drinnen bauen wir gerade einen Weinkeller. Das seht ihr, da wird gerade schwer geschafft. Da hinten kommt die Tür. Mhm. Und dann spielen hier die Jazzbands. Kann ich mir schon gut vorstellen. Vor der großen Scheibe und dahinter blickt man dann raus in den Abendhimmel. Da oben kommt eine Decke rein und dann kommen Matratzen drauf. Das wird ein Schlafnest. Und man muss an einer Feuerwehrrutschstange quasi nach oben klettern, wie im Sportunterricht früher. Kann dann oben schlafen, blickt über das Grundstück und morgens, wenn man aufgestanden ist, dann rutscht man wieder runter. Das ist dann so richtig Kunterbundhof. Genau. Und unten spielen die Jazzbands. Not das ist bad. Unsere Idee. Ja, unser kleines Hexenhäuschen unterm Walnussbaum. Komm, wir gehen mal hin. Hier müssen wir über die Steinwand rüberklettern. Oh. Ich muss den angucken. Mein Tiny House ist total spannend. Ja, guck mal, hier ist unser Mirabellenbaum. Unsere kleine Outdoor-Küche. Und hier haben wir den Traum für jeden Aussteiger und Individualisten. Wir hatten schon Musiker hier, die haben sich auf die Terrasse gesetzt, guck mal. Und die haben dann auf die Wiese geblickt und komponiert. Ist das nicht toll? Guck mal. Und dann blickt man auf unsere rauwolligen Pommernschafe. Man kann total abschalten und einfach ein Buch lesen oder eines schreiben. Und ein bisschen hier in die Ferne blicken. Das ist ein ganz schöner Ort, wie ich finde. Darf ich mal reingucken? Klar, los. Dann kommen dann deine Matratzen. Und da kommen dann Matratzen und Betten. Das kann man hier, guck mal, das ist hier ganz ziemlich ausgeklügelt. Okay. Und da oben schlafen zwei Leute. Genau. Ist jetzt aber quasi, alles rausgeholt. Es lag den ganzen Winter jetzt über Brach. Es ist keine Heizung drin. Im Frühling nehmen wir das jetzt wieder in Betrieb. Bevor er sich hier niederließ, reiste der Abenteurer André Schumacher wie ein Besessener durch die ganze Welt. Süchtig nach der Ferne, nach Menschen und nach Geschichten. Auf der Suche nach dem wahren Reichtum des Lebens. Wie kam es eigentlich dazu? Denn du hast ja am Anfang Architektur studiert, dann als Architekt gearbeitet und dann den Job an den Nagel gehangen. 2003, da war ich schon Architekt, lebte schon auf den Kanarischen Inseln, sind wir gefahren mit dem Fahrrad von Patagonien bis nach Alaska. Wow. Und damit ging alles los. In Alaska kam er jedoch nie an. Denn unterwegs wurde ihm klar, der Weg ist das Ziel. Gemeinsam mit seinem Freund ließ er sich so viel Zeit wie möglich. Blieb überall, wo es ihm gefiel. Nach 2 Jahren kam er gerade mal bis zur Karibik. Jetzt wurde ihm klar, Reisen ist sein Leben. Sind dann zurück nach Deutschland. Okay. Und dann bin ich aber nicht zurückgegangen in die Architektur,
dann habe ich angefangen, von diesen Abenteuern zu erzählen. Und das heißt, dass du dann quasi von deinem Reisen leben konntest. Wie war das Gefühl? Das war toll. Da hat sich ein Kindheitstraum verwirklicht. Und dann kam als nächstes eine Reise in die Antarktis dazu. Und dann wurde ich eingeladen, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Eine Weltumrundung als Hommage an die Schönheit der Natur und die Wunder des Planeten. Das Ergebnis, eine grandiose Reiseshow in 80 Tagen um die Welt. Da kam der Künstler auch bei dir durch. Da kam der Künstler durch und der ja auch zur Ruhe gelegte Architekt. Genau. Also bis heute bin ich auch dankbar, eigentlich Architektur studiert zu haben. Also ich baue keine Häuser, aber ich baue diese Multivision-Shows. Und das ist für mich eigentlich genau das Gleiche. Also ein bisschen weniger aufwendig vielleicht als ein Haus bauen, aber auch schon ein, zwei Jahre konzentrierte Arbeit in einem ganzen Team, das man koordiniert, eben mit dem Ziel, dann eine Reiseshow zu bauen. In seinen Reiseshows erzählt er seinem Publikum von seinen Begegnungen und Erlebnissen. Aber was macht den Erfolg seiner Vorträge aus? Mhm. Ich nehme mir für alles Zeit. Also ich fahre nicht irgendwo hin und mache eine Reportage, komme zurück und erzähle drüber, sondern ich will selber angerührt werden. Und das angerührt werden braucht Zeit. Aber wie machst du das angerührt werden lassen? Also wie lässt du dich anrühren? Du nimmst schon mal bewusst Verkehrsmittel, die dich so weit ausbremsen, dass du in Kontakt kommen musst. Genau. Und dann lernst du natürlich auch, offen zu sein. Du lernst, neugierig zu sein, natürlich, weil du auch neugierig bist. Du willst ja was über die erfahren. Es gibt Lebensentwürfe, die man in Deutschland gar nicht für möglich hält. Und indem du die siehst, indem du die vorgelebt siehst, fängst du an, über dein eigenes Leben nachzudenken, weil du kannst ja nur aus dem schöpfen, was du als Möglichkeiten in dir trägst. Und wenn neue Möglichkeiten hinzukommen, kannst du aus immer mehr Dingen schöpfen. Und das, finde ich, eigentlich ist die große Bereicherung des Reisens. Am intensivsten ist diese Bereicherung für André Schumacher, wenn er alleine reist. In 6 Monaten durchwandert er 7 kanarische Inseln. Auf der 3. trifft er Jenny. Von Frühling bis Winter war ich nonstop weltweit unterwegs und im Winter habe ich Vorträge gehalten. Und von dem Erlös der Vorträge bin ich dann wieder auf die nächste Reise gegangen. Und so ging es 20 Jahre. Und erst als Jenny dann schwanger wurde, da haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir irgendwie ein Nest suchen mal. Ne? Und ich habe mal eine Jugendherberge in Patagonien geführt. Vor vielen, vielen Jahren schon. Und ich habe seitdem den Traum gehabt, das will ich auch mal werden. Weil wir sind ja immer gereist. Und auf einmal hatten wir eine Jugendherberge und die ganze Welt kam zu uns. Und es ist so ein bisschen wie Reisen umgekehrt. Und ich dachte mir, wenn ich irgendwann mal ein bisschen alt und grummelig werde, dann reise ich selber nicht mehr, sondern habe ich eine Herberge und da kommt die ganze Welt zu mir. Auch nicht schlecht. Und das haben wir hier versucht ein bisschen aufzubauen. Deswegen brauchten wir viel Platz. Okay. Und wir brauchten viele Objekte. Alt bist du ja noch nicht, aber... Weil wir kommen mit der Pflege des Grundstücks auch quasi gar nicht hinterher. Ist viel zu groß für uns. Und damit wir nicht so viel Rasen mähen müssen, haben wir jetzt Schafe. Wie groß ist das denn? 3 Hektar. 3 Hektar? Mhm. Mit noch Wald. Also es geht noch 30 Meter rein, Waldkante. Und dann von dem großen Haus da hinten bis zu den Holunderbüschen dort. Und momentan benutzen wir eigentlich nur diesen Hektar hier vorne eigentlich. Ne? Und die anderen 2. Was ist das bitte? Eine Jurte? Das ist unsere Genussjurte, genau. Aus der Bretagne. Das haben Schiffbauer gebaut, die ohne Nägel und ohne Schrauben arbeiten, nur mit Schiffsknoten. Mit Holz, mit bretonischer Schafswolle und mit Segeltuch. Guck mal, jede Verbindung ist ein kleines Knötchen. Ich glaube, die haben nicht einen einzigen Nagel hier verbaut in der ganzen Jurte. Keine Schraube, nichts. Und als Jenny schwanger wurde und wir den Hof gesucht haben, da haben wir natürlich überlegt, wie wir uns das überhaupt leisten können, wie wir es finanzieren. Dann haben wir quasi Crowdfunding gemacht, wie man heute so schön sagt. Und wir haben symbolisch Ziegelsteine verkauft. Okay. Wir hatten hier alles rumliegen, nur kein Geld, aber wir hatten ganz viele Ziegelsteine. Steinreich. Genau, super, ja. Und dann haben wir gesagt, ein Stein kostet 200 Euro. Und wer einen Stein kauft, kriegt hinterher ein Urlaubswochenende auf der fertigen Finca. Boah. Und wer irgendwie 5 Steine kauft, der kann eine ganze Woche bleiben. Und wer noch mehr kauft, bleibt einen ganzen Monat oder sowas. Ja. Und dann haben wir binnen kürzester Zeit ganz viele Steine verkauft.
Und mit dem Geld haben wir dann noch einen Bankkredit drauf bekommen und dann hatten wir am Ende dann genug. Und dann konnten wir den Hof hier kaufen. So, was ist das denn? Ja, das ist nicht weniger als die größte Steinschleuder Nordeuropas. Und hier haben früher Mittelalter-Festspiele stattgefunden. Okay. Und die waren tatsächlich Leute, die haben das Ding aufgezogen mit 100 Leuten hinten am Flaschenzug und haben so große Granitkugeln 1 Kilometer weit geschossen auf eine Burg, die da hinten stand. Und da wir auch eigentlich nicht gewissen, was wir damit machen sollen, werden wir da, glaube ich, ein Baumhaus reinbauen. Das ist natürlich eine super Idee. Genau, auf verschiedenen Etagen mit einem großen Mastkorb ganz oben. Die Gäste, die uns auf den Keks gehen, die dürfen hier drin wohnen und werden dann einmal über den Kunterbundhof geschleudert. Hier war irgendwie Raum, habe ich gemerkt. Ne? Hier kann man noch verrückte Projekte umsetzen. Das wiederum hat mich sehr an Patagonien erinnert. Ne? Patagonien ist ja nun der offenste, unbeschriebene, weiteste Landstrich, den ich kenne auf der Welt. Und mein großes Gefühl, ich bin da monatelang Fahrrad gefahren, Leere. Ne? Leere ist das zentrale Wort. Aber das zentrale Gefühl, was ich hatte, war, wenn irgendjemand eine Idee hat, hier kann er die umsetzen, ne? Weil da ist noch Raum. Und das ist auf der Welt ist das ja, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Alles ist irgendwie beschrieben, durchdrungen, definiert, strukturiert, etabliert. Ne? Und es gibt so ein paar Flecken auf der Welt noch, da ist das nicht der Fall. Und das war komischerweise ein Gefühl, was ich hier hatte. Die Geburt seines Sohnes Unai hielt ihn und Jenny auf dem Kunterbundhof. Nach 1,5 Jahren fanden sie, dass er alt genug sei, um die Welt zu entdecken. Startschuss für die Planung des neuen Reiseprojektes Wildes Europa. 3.517 Kilometer mit Kind und Kegel. Also ich bin ja nun schon seit 20 Jahren Abenteurer und Fotograf. Und die Welt ist so verlockend. Und du denkst immer, du kannst nach Nepal reisen, ins Himalaya, du fährst in die Anden, du fährst in die Antarktis. Und du denkst dir immer, na gut, Europa, das guckst du dir irgendwie mal an, wenn du alt bist. Ne? Und deswegen habe ich irgendwie Europa auch nie sonderlich bereist. Ne? Und jetzt das sich auch mal vorzunehmen und zu entdecken und zu sehen, wie schön das eigentlich ist, das ist ein Traum. Ne? Nur wussten wir nicht, ob das mit einem Kind geht und wie. Können wir mit dem Kind Fahrrad fahren? Ne? Sitzt das da so lange drin? Ne? Oder wandern wir lieber? Man hätte ja auch einen Rucksack nehmen können mit einer Kraxe Kind rein. Ne? Da kamen natürlich die Eltern, die Onkel und Tanten und sagen alle, kauft euch einen Caravan. Ne? Oder fahrt ihr Fahrrad, wir fahren nebenbei mit einem Begleitfahrzeug und bringen euch immer das Essen, dass ihr nicht krank werdet und bla bla bla. Und wir haben gesagt, nee, also wir wollen ein echtes Abenteuer. Mhm. Und haben dann lange nach einem Fortbewegungsmittel gesucht. Wir haben alles durch. Esel, Schubkarren, Motorräder, Fahrräder, Caravans, Jeeps, alles. Und am Ende haben wir ein Lastenfahrrad gefunden. Und so sind wir dann also mit 2 Rädern, Unai bei mir vorne drin, plus Satteltaschen, plus das halbe Kinderzimmer, sind wir einmal durch Europa gefahren, und zwar von unserem Hof hier an der Ostsee bis in Jennys Heimat nach Spanien. Das war die Idee, die neue Heimat und die alte Heimat zu verbinden. Toll. Und was war genau die Route? Die Route, die wussten wir natürlich vorher nicht, weil, wie schon gesagt, das Ziel war Entschleunigung und unterwegs sich möglichst zu verlieren. Okay. Um offen zu sein für all das, was unterwegs eben passiert. Was waren denn die Stationen, wo ich die Station verloren habe? Die erste Station war Neukloster. Am ersten Tag haben wir 8 Kilometer geschafft. Bis zu dem Supermarkt, wo wir normalerweise einkaufen. Weil so spät los. Wir kamen so spät los und unterwegs haben wir Bälle verloren und ein Wimmelbuch. Also sind wir alle wieder zurück. Also naja. Also eigentlich fast so nach zu dem Motto. Genau. Also wir kamen bis zum Supermarkt. Und am nächsten Tag dann aber schon mal 20 Kilometer und dann 30. Und nach 5 Tagen kamen wir an der Elbe an. Bei Wittenberge. Und an der Elbe standen wir abends auf dem Elbdeich, ist ja traumhaft, die Sonne geht unter, die Mücken schwirren. Und dann winkten wir so den Schiffen, ja. Also vor allen Dingen der Kleine, es war ja faszinierend, ne? So ein großer Elbkahn mit Containern drauf. Mhm. Und dann drehte eins bei. Mhm. Die dachten, oh Gott, die Armen brauchen Hilfe. Und dann kam wirklich ein so 150 Meter langer Elbkahn, kam beigedreht mit tschechischer Besatzung,
hat dort angelegt an so alten, dicken, großen Buhnen. Und dann haben wir die Räder rübergetragen und schwupp waren wir auf dem Elbkahn. Und damit sind wir bis nach Sachsen gefahren. Und das war natürlich eine große Erleichterung, denn ich glaube, das ist auch nicht einfach, wenn man so ein schweres Lastenrad oder auch überhaupt mit so viel Gepäck ohne E-Motor, ohne Elektromotor, dann da so sich abzustrampeln. Also es ist einfach auch bei jedem Wetter ja gewesen. Oder hattet ihr nur schönes Wetter? Es war schon ein guter Sommer, aber wir hatten auch Schneesturm. Mhm. Also nachdem wir dann Tschechien durchradelt hatten, kamen wir nach Österreich, wollten über die Alpen. Und wir hatten tatsächlich auf dem Großglockner, was auch der höchste Punkt unserer Reise war, hatten wir mitten im Juli Schneesturm. Oh Gott. Und vereiste Straße, also volles Programm. Ich kannte solche Sachen natürlich schon aus den Anden, aber für Jenny war das ein Novum. Also die hat gerücht geflucht. Und dann, aber Gegenwind, dann den Berg hoch. Ja, Berg hoch. Und dann so ein schweres Rad. Und dann ist Jenny mit allem drum und dran. Schieben, trampen, hochkämpfen, schwitzen. Ja. Und du kommst oben an, ist Schneesturm. Und dann auf der anderen Seite wieder runter. Was man sich leicht vorstellt, stimmt aber auch nicht, weil die Räder sind so schwer, dass du die kaum gehalten bekommst. Und namentlich das Lastenrad, das wog bestimmt, also schwer bepackt, bestimmt 70, 80 Kilo. Mhm. Und dann haben die Scheibenbremsen immer geglüht. Da hat es also einen Tag gebraucht, bis wir da überhaupt runter waren. Wenn jetzt einige sagen, das arme Baby, was sagst du dann? Überhaupt nicht. Das Baby hat am meisten Spaß gehabt. Okay. Also wir haben gelitten, also Jenny vor allem, ich auch. Aber Unai hatte einen riesen Spaß. Mhm. Und es war in der Tat so, dass wenn wir mal einen Pausentag hatten oder so, dann ging der vorne an seine Kiste und rief, weiter, weiter, ich bin bereit. Das waren die Worte, die er schon kannte, ne? Genau. Okay, also es ist ein Riesenreichtum, finde ich, ne? Der erinnert sich natürlich bewusst, wahrscheinlich mit anderthalb, nicht an einzelne Episoden. Weiß man aber nicht. Vielleicht schon. Aber ich glaube, unbewusst hat er da natürlich eine Neugierde, ne? Eine Weltoffenheit, eine Angstlosigkeit mitgenommen, die ganz wertvoll ist, ne? Und die ich irgendwie, also ich glaube, wenn alle Menschen es haben würden, dann wäre die Welt wahrscheinlich ein bisschen besser, ne? Mhm. Und dem das mitgegeben zu haben, das ist, glaube ich, das größte Geschenk. Was sagst du diesen Eltern, die jetzt, sagen wir, über Ängstlichkeit vielleicht nicht sich zutrauen würden, mit einem Kind mit dem Fahrrad losfahren zu wollen? Also ich kann das nur wiederholen. Also unser Sohn Unai war von allen Reiseteilnehmern, es waren ja vier, einer ist ja sogar ausgestiegen gleich, unser Hund, der es am meisten genossen hat. Also der hatte nie irgendwas, der war auch nicht einmal krank auf der ganzen Reise. Und der hat, also hat das genossen, das war ja ein ewiges Spiel, ne? Und das war also für mich auch gefühlt, war dieses halbe Jahr das Schönste meines Vaterseins. Weil wir waren 24 Stunden pro Tag immer im Austausch. Und dadurch, dass er vorne in meinem Kasten drin saß, in meinem Lastenrad, auf einen halben Meter von mir entfernt, hatten wir eine unglaubliche Nähe. Und für den Unai war das ein Riesengeschenk. Also man muss keine Angst haben. Abgesehen davon ist es ja mittlerweile erwiesen, dass wenn die ein bisschen Staub und sowas abkriegen, dann wird das Immunsystem gestärkt, ne? Und das ist sowieso fürs Kind gut, ne? Wart ihr denn im Zelt immer oder habt ihr auch draußen geschlafen? Wie war das? Wir haben das Zelt dann nachher kaum noch benutzt, weil wir immer eingeladen wurden. Also auch in die Häuser rein oder in Scheunen, in Stroh. Wunderschön. Und wir haben dann eben auch, selbst wenn wir draußen waren, weil das Wetter so schön war, es war Spätsommer, und gar nicht mehr die Mühe gemacht, das Zelt aufzubauen. Und wir haben dann einfach am Straßenrand die Isomatten ins Gras gelegt, an einem Fluss oder an einem Wasserfall, wo man sich morgens waschen konnte. Und eben in den Cevennen, in den südlichen Ausläufern des Zentralmassivs, die mir besonders gut gefallen haben. Da lagen wir eine Nacht, und das ist für mich auch so einer der Schlüsselmomente der Reise gewesen. Unai und Jenny lagen schon in ihren Schlafsäcken und ich saß daneben, ich schrieb noch Tagebuch, bis spät in die Nacht mit Stirnlampe. Und irgendwann höre ich was rascheln da unten, 2 Uhr nachts. Und das war Unai, der machte seine Augen dann auf und guckte nach oben und sagte zum ersten Mal in seinem Leben dieses Wort. Sterne. Und dann hat er die Augen wieder zugemacht und ist wieder eingeschlafen. Und ich hatte Tränen in den Augen. Und ich dachte mir, das ist der Moment, wofür wir diese Reise gemacht haben. Ihm das zu schenken, dass der da liegt, die Milchstraße sieht mit eigenen Augen im Süden von Frankreich im Spätsommer, 2 Uhr nachts, und einfach hochguckt und sagt, Sterne. Toll. Und da wusste ich, wir haben es richtiger gemacht. War
er auch mit in der Höhle, wo die Farbpigmente hergestellt werden? Ja, er war auch drin, aber er hat da nicht mit gewohnt. Also ich habe dann 3 Nächte bei diesem Eremiten mit auch gewohnt. Nein, ehrlich? In der Provence war das ja. Da gibt es ein ganzes Gebirge aus Ocker. Ja. Das ist einmalig auf der Welt, zumindest in der Größe. Da haben die Römer schon Ocker abgebaut und das lief dann bis ins 19. Jahrhundert. Mittlerweile sind die verwaist oder Museen. Und in einem dieser verwaisten, stillgelegten Ockerbrüche hat sich ein Einsiedler, ein französischer Einsiedler namens Jean-Michel, eingenistet. Und er hat mir dann halt die alten, verfallenen Stollen gezeigt, hat mir die Farbpigmente aufgeschlüsselt. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene, mehr als 20 verschiedene Töne. Also es ist eine ganz irre Landschaft, weil die Sonne strahlt dann auch rein und alles leuchtet rot. Habe ich noch nie gesehen. Alles ist rot. Und der wusste natürlich halt auch dann, in welchem Moment, durch welchen Stollen die Sonne genau reinscheint, damit der leuchtet. Und der leuchtet. Du warst da, am Start, zur rechten Zeit, genau. Am richtigen Ort. Ja, ja, toll war's. Also, du hast ja auch noch einen anderen Freund besucht, bei dem du warst, der sozusagen eine Pyramide für seine Hühner gebaut hat. Und das ist ja auch im Prinzip ähnlich wie der Eremit in den Stollen, ist ja Eremit auf den Bergen. Genau, dort, ja? Der Peter. Der Peter auf der Alm, eine Tagesreise hinter dem Großglockner. Und ich besuche ihn immer wieder gern. Und jetzt wollte ich eben auch, dass wir auf der Europareise dort halten. Und es war deshalb aber spannend, weil Peter gerade ein neues, durchgeknalltes Projekt umsetzt. Er baut nämlich einen Hühnerstall in den Abmaßen der Cheops-Pyramide in Metall für die Hühner, um astrale Energie aufzufangen, damit die Hühnereier cool werden. Und bei diesem Bau haben wir ihn quasi besucht und eine Woche lang begleitet. Okay. Peter sagt dazu, es sind Eigenexperimente. Ja. Der ist da oben und der baut das Ding einfach und guckt mal, was passiert. Ich finde das ja spannend, sowas. Also was nicht durch die Logik unbedingt zu erklären ist, ne? Also Peter ist wahrscheinlich auch jemand, der so Regeln und das alles in den Städten und so weiter eher ablehnt. Ja, dass er braucht Freiheit. Ja, Peter sagt ganz klar, schöner Gedanke übrigens, dass die großen Städte und die hohen Häuser, die einen umgeben, diese Schluchten, in denen wir eigentlich leben, dass die auch den Blick verstellen. Und das stimmt. Wenn man in die Landschaft geht, auf die großen Felder oder auf die hohen Berge, du guckst weit, du guckst bis zum Horizont. Und ich glaube, das macht auch die Sinne frei und den Geist. Du kannst weiter denken, wenn da mehr Raum vor dir ist. Und in den Städten, in den Büros, in den Häuserschluchten ist man wahrscheinlich auch geistig oder visionär eingeschränkt. Und er genießt das eben, in den Bergen zu leben, umgeben von Weite, von Luft, von Ausblicken. Wie lange wart ihr bei ihm? Dann sind auch dem Geist keine Grenzen mehr gesetzt. Ja. Wir waren eine Woche bei ihm geblieben. Eine Woche? Haben ein bisschen geholfen bei der Ernte und haben bei der Pyramide mitgeschraubt. Und dann ging es bergab, ja? War das schwieriger als bergauf? Nee, es war super. Es war super einfach. Ja, ja. Also von Peter runter, dann nach Osttirol ist das ja. Hoch dann auf den Ursprung der Drau. Das ist genau die Grenze zwischen Österreich und Italien. Vielmehr Südtirol. Und dann ging es wieder runter auf italienischer Seite durch das Pustertal, was da sicherlich viele Leute kennen. Bleiben, oder? Das war traumhaft. Weil das ist die schönste Fahrradstrecke. Schönsten Abschnitte überhaupt. Also Pustertal, auf der rechten Seite liegen die Alpen, auf der linken Seite liegen die Dolomiten. Mhm. Schwarz und weiß. Mhm. In der Mitte das Tal, vorbereitete Fahrradfahrer. Ja. Und man hat dann wirklich bis runter hinter Bozen gibt's Fahrradwege. Man berührt nie die Straßen. Es gibt immer präparierte Fahrradwege durch tollste Landschaft, immer am Rand der Dolomiten lang. Das war für uns einer der schönsten Abschnitte. Ja. Mhm. Also nachmachen, unbedingt. Ideal zum Fahrradfahren. Ideal, okay. Und den kleinen Kindern die Welt zeigen. Mhm. Und dass alle Menschen nett sind und helfen und offen sind. Also das dem gegeben zu haben, ich dachte, das ist das Geschenk. Also ihr seid ja dann irgendwie nach Spanien gekommen. Dann seid ihr nach Pamplona reingefahren. Und da wurdet ihr von der Polizei festgehalten. Ja, also da war ein Volksfest in Spanien. Es gibt in Pamplona, im Baskenland, die weltberühmten San Fermines. Das ist ein Volksfest zu Ehren des Stadtpatrons San Fermin. Ernest Hemingway war da auch schon vor 100 Jahren. Und er hat über die Stierhatz, über den Stierlauf geschrieben und das weltberühmt gemacht. Und seitdem sind da Millionen von Menschen jedes Jahr. Genau, so viel, dass es den Einheimischen Pamplonas zu viel wurde und zuwider. Und deswegen machen die im Herbst ihr eigenes kleines Stadtfest. Und das war genau der Tag, an dem wir in die Stadt kamen. Und weil da eben so viel Halligalli war,
hat uns ein Polizist gestoppt und gesagt, wir können da nicht rein. Ein ganzer Stadtplatz war voll mit Leuten, mit Konfetti, mit Champagner, mit allem drum und dran. Und die haben gewartet auf unser Erscheinen. Und jetzt wollte der Polizist uns nicht durchlassen. Das heißt, wir mussten ihm ganz lange und möglichst dramatisch erklären, was wir schon alles durchlitten hatten, um hier hinzukommen, um dort jetzt empfangen zu werden. Und am Ende hat er gesagt, ey Leute, okay. Tut mir echt leid. Kein Problem, nee. Wir fahren euch jetzt mit einer Eskorte zu dem Stadtplatz hin. Nein. Also dann musste er noch, also sein Kompagnon überreden, dass der auch mitmacht. Und dann sind die beiden mit Blaulicht und Sirene vor uns durch die Stadt gefahren, durch das Stadtfest. Und haben uns quasi den Weg geschlagen und uns durchgewunken so an den Kreuzungen und mit Sirene bis hin zum Stadtplatz. Und da sind wir dann quasi gebührend eingefahren und wurden dann mit Champagner und Konfetti und anderem klebrigen Zeug willkommen geheißen. Toll. Oh, ich glaube, Una ist gekommen. Wollen wir mal gucken da gehen? Wollen wir mal gucken gehen, ob ja, der da ist. Den würde ich ja gerne mal kennenlernen. Flitzen wir mal hin. Okay. Los, komm. Super. Zurück aus Europa gibt es auf dem Kunterbundhof genug zu tun. Guck mal, zeig mal, wie das geht. Unai zeigt mir, dass er immer noch in seinen Korb vom Lastenfahrrad passt. Wow! Geht jetzt hin? So geht das. Allerdings fährt er jetzt lieber selbst auf seinem eigenen Rad. Er trainiert schon fleißig für die nächste Tour. Das Leben von André Schumacher hat mich sehr beeindruckt. Und die Art und Weise, wie er sein Bewusstsein bereichert, durch die Eindrücke, die er auf seinen Reisen gewinnt, hat mich sehr inspiriert. Frei sein. Eins sein mit sich und der Natur. Durchatmen. Da sein, einfach so. Mit Mut einfach das tun, was man sich erträumt hat. Das hat André Schumacher für sich realisiert.